Yo, Friends, welcome back zu einer neuen Folge. FF7 Rebirth. Der Game, der niemals müde wird. So, gestern musste er dann ins Bett, weil es war dann schon spät und 6 Stunden Stream rum. Heute. Machen wir jetzt wahrscheinlich das Finale. Alexa, stell Wecker auf 22.10 Uhr. So. Heute muss ich Stream mit Unterbrechung machen, mit kurzer Pause, aber eventuell. Ja. Die Suche gehen bringen. Ja, aber für euch auf YouTube ist das ja dann quasi nicht relevant. Das Finale ist nah, meine Freunde. Okay, gut, ich habe schon Yuffie dabei. Machen die ganze Problematik. Hey, Nein, haben wir uns im Kopf. Na bitte. Okay. Gebet von Red. Halt. Aha.
gucken, alles mitnehmen. Ja, mal sehen, ob da so wie durch haben. Wie ich dann hier mit der Stiftarbeit verfahren. Oder ob dann ein neues Projekt kommt und wir im Stream quasi weitermachen. Reicht doch gar nicht. Wir müssen uns noch mehr Energie vom Lebensstrom borgen. Oh, klasse. Dann hier kommen, oder? Sollen das jetzt echt die beiden bloß gewesen sein, die ich verpasst habe? Ah. Lasst uns den Lebensstrom suchen! Ja. War das von dem Gegner? Ich dachte schon, wir haben auch ganz schön wenig gekriegt. Rote Strahl. Die sind also daran schuld. Lasst sie uns fertig machen. Stören. Okay, Todesauge haben wir schon. Hektor plus ein Weichkörperorganismus, der sich vom Lebensstrom erhält. Ernährt, verstreut über seinen ganzen Körper, befinden sich mehrere magische Augen auf der Suche nach Nahrung, durchstreift er den Tempel und zerstört seinen flüchtigen Blick. Alles, was sich ihm in den Weg stellt. Nutzt die Elementarschwäche des Wesens aus, mit Magieattacken aus, während es die Augen geschlossen hat und es Schock anfühlt. Gott, Alter. Also macht Blitz in dem Moment Sinn.
Leg los! Los! Wir reden eigentlich zusammen zum Koma. So. Was gut vor dir. Klingt gut. Wir müssen mal drüber reden, dass Yuffie irgendwie kein Dings ausgerüstet hat. Ja, wenn du irgendwas kopieren muss. So. Ah, nee, warte mal. So, Gegenstände. Goldene Partner. Vierfachen. Okay. Scheiße, die hat Kopf gegen die Bild. Zur Sicherheit. So, dann.
Nein. What the fuck? Was ging da? Ja, wirklich. Hat Kuchata, aber... Ach, Red hatte gebet. Lass mal... Red... Gebet tauschen mit Wasanyuki. Analyse und Chakra. Ausschlag, TP-Boost. Nee, Material umplatzieren. Genau. So, aber hier vorne war der EN. So, gibt mir ja ordentliches. Boah, war das alles an? Dings, was wir hier kriegen könnten. Und jemand hat den Level erreicht, oder? Unter meine Gedanken fällt. Nee, oh, Nee, nach Behebung von die Rechnerleiste auf. Das ist nice. Verkürzt die Dauer von allen Debuffs. Eigentlich auch gut, ne? Hier drüben Waffenkiste. Bringing Sam. Nee, Prisingamen. Auch noch magische Attacke, würde ich eigentlich nicht mehr haben. Todbringer, diesen vom in einem Verfahren hergestellt, dass alle wissen, dass der Mutter an Wissenschaft bei Reisen über weiten Gürtel. Dies wurde in einem Verfahren hergestellt, dass alles wissen, der Mutter an Wissenschaft führt einen Angriff aus, je geringer die verbleibende Testgehöre hat. Das Ding ist natürlich geil. Und hat in verbundenen Slotmörder. So, wir können neu ausstehen. Physische Attacke, na bitte. Down. So. Warum hat der Schutzbild? Braucht er eigentlich gar nicht.
Nummer, nee, anders. Oder nee, wir lassen es so. Da können wir nämlich gleich die Dings machen. Die neuen Limits. Welche Material ist jetzt gespielt? Zerstörung, okay. So, wie kommst du drüber? Achso, das war jetzt dann hier wahrscheinlich dazwischen. Boah, eigentlich TP Boost. Ne, MP Boost. MP Boost macht meistens Sinn eigentlich. Für Dings dann später. Den Hot Run. Oder? Ja. Ich spring da einfach drüber, Mann. Das ist Kinder, das ist eine Frau. Ja, du bist eine Fotze. Chuck, chuck. Chuck, irgendwo. Oh, kosmetiert, warte mal, können wir jetzt das Ding hier herstellen endlich? Oh ja. Hält uns sonst noch was an? Hält uns wirklich nur das, die trockene Erde? Ja. Top drüber. Zack. Ah! Warte mal, lass mich erstmal. Genau.
Danke. So, Red kann gleich wieder. Ja. Oh, was ist jetzt alles so zu. Hat jetzt irgendjemand aufgepasst? Stand irgendwas da? War das gut oder scheiße? Ich glaube, da hatten wir uns schon mal einen. Nö, der scheint gut zu sein. Ah, es hat Raum, weil wir das Kackding. So. Also tatsächlich bringt das ja bei der. Nein. Diese Schafe eigentlich auch keine. Und wie ist jetzt, wenn Aris denn. Eigentlich alles bei der Kacke. Weil alles Kacke ist. Nö, behältst du den himmlischen Reif. Okay, bei dem bringt TP Boost raus. Halt. Mitnehmen. Hier hoch und dann noch rüber zu den Wichser. Lucky Lucky, Pikachu hat ein Boogie. Das ist der andere Lucky. Zeig dir einen Lucky. Du sollst springen. Ja, genau so. So Red. Oh, Latte. Thank you.
Hektopolis ist echt schon nervig, ich muss das aber. Holy shit, was hat das getan? Die einfach die Beste. Oh, nee. So geht das aber nicht, verstanden? So, ich sehe mal, ja, was alles was erreicht wurde, aber irgendwas auf Max-Level verziehen. Geht gut rein. War ein gut aufgefüllt auf jeden Fall jetzt.
Gefäß am Altar da oben. Back to life, back to reality. Ne. Erstmal auf die Bank setzen. Und chillen, Mimele. Ja, Freunde, dass das nicht hier überlänge kriegt, weil wir sind schon 38 Minuten wieder dabei. Hoffe ich, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Gerne hier oben ein Abo dalassen. Von daher sage ich auf Wiedersehen. Ja, und dass wir uns wiedersehen. Peace, peace, euer.